So, jetzt gehe ich extra ein bisschen weiter links, als wir vorhin lang gelaufen sind. Vielleicht sieht man ja hier mal noch was anderes. So, Bambus brauche ich keinen mitnehmen. Das ist genau derselbe, auch wenn er ein bisschen anders aussieht. Das ist, weil er sich nämlich jetzt auf das Biom anpasst. Farblich. Genauso wie die ganzen Gräser und alles das sowieso schon immer machen. So macht das jetzt halt auch der Bambus. Der Bambus oder das Bambus? Das Bambusholz, glaube ich. Weil es ist ja an sich Holz. Sehr schnell wachsendes, aber Holz. So. Erstmal noch so für mich. Zack. Weil ich weiß, dass die grobe Richtung da lang ist. Da ist so ein Brunnen, den brauchen wir uns jetzt nicht genauer angucken. Da gibt es eigentlich nichts zu holen bei so einem ganz normalen, einfachen Brunnen. Die stehen dann nur so rum. Und das ist das dann ein Haus? Oh, das könnte eine Pyramide sein, ne? Oder? Haus. Okay, das ist ein Dorf. Noch ein Dorf. Verrückt. Das dritte Dorf, was wir jetzt unterwegs hier gefunden haben. Und da ist eine Schmiede. Schön. Schön, schön, schön. Die ganzen Dörfer braucht ihr übrigens nicht benennen, weil das so Dörfer sind, auf die wir, in die wir selten zurückkommen werden. Oder nur in den seltensten Fällen. Schon weil ich mir das ja nirgendwo markiert habe, wo wir hier lang mussten. So. Mache ich mir mal hier noch so einen Punkt, dass ich hier so schräg rüber muss, weil das müsste ja so die grobe Richtung wieder sein. Es reicht ja, wenn die grobe Richtung ungefähr stimmt. Welche Richtung ist denn das da? Das ist Osten. Wir müssen also auch nach Osten. Das heißt, die Sonnenblumen. Ja klar, wir sind ja genau auf die Sonnenblumen zugelaufen und haben die ja schön gesehen. Also, wir müssen immer nach Osten, um nach Hause zu kommen. Falls ich mal wirklich ohne Wegpunkt nachher da bin. Da stehe und nicht mehr nach Hause finde. So, jetzt gehe ich hier noch durch den Teil der Wüste, den wir vorhin quasi rechts liegen gelassen haben. Ich musste gerade überlegen, wie rum ich gelaufen bin. So. Und so sieht das bislang eigentlich noch so aus, als ob da schon noch Wasser und so durchgeht, ne? Möchte ich mal so sagen. Oder soll das noch Meer sein? Oder River oder irgendwie sowas? Das gibt's ja auch alles. So, da oben sind wieder die Berge. Und da ist, glaube ich, schon wieder das Akazien-Biom, wo wir auch schon durchgekommen sind. Ja. Alles gut. Wir finden wieder nach Hause, das ist schön. Also ich muss sagen, die Akazien finde ich auch, die sehen auch richtig gut aus, so wie die da so wachsen. Zuerst bei den ersten Snapshots, also wenn du da so die Screenshots zu gesehen hast, das sah noch ganz schön komisch aus, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, doch, die sehen eigentlich ganz gut aus, finde ich. So, und wie oft ich hier was essen muss, unglaublich. Und ich habe das Gefühl, Kies ist ein bisschen mehr geworden. Ich habe überall schon Kiesstellen gesehen. So. Zack. Aber noch kein einziges Pferd. Ich gehe mal noch ein bisschen hier rüber. Wer weiß, was man hier noch so finden kann. Was kann man denn noch so finden? Außer Packeis und so ein Canyon-Biom quasi, wo gebrannter Lehm und sowas drinne vorkommt. Kann man, glaube ich, nicht so viel noch finden, ne? Ich stürme einfach mal hier noch ein bisschen weiter rüber. Oh, schwebendes Gras kann man anscheinend auch finden. Oh. Oh, heiliges schwebendes Gras. Wenn ich jetzt eins abbaue, gehen bestimmt alle kaputt. Nee? Verrückt. Ich darf bloß nicht die Orientierung verlieren. Na gut, ich weiß ja, dass ich nach Osten muss. Nach Osten und mich leicht noch weiter nach rechts halten. Wenn ich in Richtung Osten gucke. Irgendwie so. Ich mach mal noch einen zur Sicherheit. So. So, ungefähr da so hin. Und da wird das schon wieder so langsam dunkel, ne? Aber im Moment Zeit habe ich schon noch. Da flitze ich mal noch hier so drüben lang.
Und das finde ich sieht cool aus, wenn hier so der Baum quasi noch halb im Boden ist. Hier ist auch noch Wüste, Wüste, Wüste. Okay. Okay. Naja, wenigstens sind wir schon wieder in Richtung nach Hause, ne? Also wir sind auf dem richtigen Weg. Und ein Kürbis. Den lassen wir aber stehen. Der tut uns ja nichts. Was ist das da? Noch ein Lavasee. Und da sind ganz viele Rosen. Okay, dann mache ich mir hier erstmal mein Bett. Hier so, in die Ecke. Oh, ich muss erstmal ein Crafting Table machen. Habe ich nämlich gar kein mehr. Oh, Errungenschaft. Time to craft something. Und schnell hinlegen, bevor die Monster spawnen. Wow, da stehen jetzt meine ganzen Erfolge. Die muss ich jetzt erst einmal auf der Welt komplett sammeln. Und dann, dann habe ich die hier auch immer auf dieser Welt. Das heißt, das ist nicht mehr immer so ein ständiges, wenn man das Spiel neu startet, immer wieder muss man die ganzen Errungenschaften sammeln. Nein, man muss die einmal auf jeder Map sammeln. Und dann hat man sie aber auch. Irgendwie gefallen mir die Rosen hier nicht so richtig. Die sehen ein bisschen, komisch aus. Die sind so knallig. So knallig rot. Aber gut. Kann man ja ändern, die Texturen. Das ist ja das Schöne bei Minecraft. So, und jetzt gehen wir hier so halb durch diesen Wald nach da drüben, damit wir da auch wieder in die richtige Richtung kommen. Weil jetzt habe ich so langsam das Gefühl, wenn ich hier noch weiter geradeaus laufe, dann komme ich hier gar nicht mehr. Oh. Ein schneebesetzter Berg. Oh, das sieht auch geil aus. Oh. Das ist geil. Da könnte ich mir so eine schöne Burg oder sowas drauf vorstellen. Oder so ein Zauberturm, irgendwie sowas. Da ist noch irgendwas. Das Flieder oder was soll das sein? Ich weiß gar nicht, was das, wie die ganzen Pflanzen hier benannt wurden. Ich hüpfe mal hoch und guck mal nach. Hüpf, hüpf, hüpf. Dafür haben wir, glaube ich, noch einen Inventarplatz frei, genau. Und es ist Flieder. Oh, ich bin gut. Na, noch mehr? Nee. So. Okay, das da scheint so ein reines Birkenholzbiom zu sein. Gibt's ja jetzt auch, wo alle Leute sich drüber beschweren. Aber warum? Ich meine, es ist doch bloß, es trägt doch bloß zur Vielzahl bei. Hier sind halt nur weiße Bäume. Es ist auch eine Form des Rassismus. Wenn man die weißen Bäume nicht mag. Also Synodop hat sich da zum Beispiel ganz schön drüber aufgeregt. Synodop hasst weiße Bäume. Birkenholz. Aber das braucht er doch nicht. Auch Birken haben die Berechtigung, irgendwo zu wachsen. Hauptsache, man hat überhaupt ein bisschen Holz. Viel schlimmer finde ich die Inseln, wenn man mal wirklich irgendwo auf Reise ist. Die Inseln, wo du dann plötzlich anlegst mit dem Boot und da ist kein einziger Baum drauf und du weißt gar nicht, wie du überhaupt weiterkommen sollst, weil dein Boot kaputt gegangen ist oder irgendwie sowas. So, laufe ich noch in die richtige Richtung? Osten, ja. Die Hauptrichtung muss Osten sein und dann muss ich mich ein bisschen nach rechts sortieren. Hier so ein bisschen hier so rüber. So, Katzen und Hunde brauche ich übrigens auch mal noch. Da gehen wir auch mal irgendwann noch auf die Suche nach. So, jetzt gehen wir mal hier noch ein ganzes Stückchen rüber. Weil ich glaube, wir sind auch ein ganzes Stückchen noch nach hier gelaufen. Üpp, üpp, üpp. So, und weiter und weiter und weiter. Und da scheint mir ein Dschungelbiom zu sein. Ja. Das irgendwie auch extrem cool aussieht gerade, oder? Ach du.
kriegst die Tür nicht zu. Doch sieht auch schön aus. So, hüpf. Oh, ich habe gehofft, da wäre noch irgendwo Fahnen dran, an das ich dran hüpfen kann. Aber war gar nicht. So, dann bleiben wir einfach mal hier in die Richtung. Gehe ich mal weiter. Ich glaube, noch ein bisschen mehr am Wasser dran, so dass ich mich auch nach hier drüben finde. Und irgendwo muss ja da auch die Stelle dann kommen, wo ich angelegt habe. Ich glaube, das hier ist, ja, ach, was weiß ich. Wir finden schon irgendwie nach Hause. Und wenn ich in einer alten Folge die Koordinaten nachgucken muss, damit ich da wieder hinfinde, irgendwie kommen wir schon wieder nach Hause. Habt ihr auch gerade das Flackern gesehen oder ist das nur für mich? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier schon zwei, dreimal so ein kleines Flackern kurz gehabt. Nicht großartig und es stört eigentlich auch nicht, aber ich erschrecke mich hier jedes Mal. So, da lang. Ich glaube, das ist hier auch, das gehört zu der Richtung, wo wir mal die Pferde und so gefunden hatten. Dieser Wald hier. Oder? Ich weiß das gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Wasser. Dann gehen wir mal hier rüber. Schafe. Dann nehmen wir mal eins mit noch. Ach komm, gib mal gleich noch eins. Wer weiß, wie lange wir doch noch unterwegs sind. Und jetzt sind wir schon 51 Minuten auf Reise, sehe ich gerade. Da ist doch ein Markierungspunkt. Oh, perfekt. Was willst du mehr, ne? Ach doch, das ist dann hier die Stelle, wo ich hier schon mal angelegt habe, glaube ich, um Pferde zu finden. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und sogar ein schönes Crafting Table vorbereitet. Das heißt, ich brauche quasi nur noch ein Boot craften. Sehr schön. Ich habe nichts zum Wegschmeißen. So, das setzen wir. Was habe ich jetzt noch im Inventar, was ich noch frei. Nee, ist alles gut. Alles gut. Na dann verabschiede ich mich von diesem wunderschönen neuen Festland und reise in diese Richtung, weil mir das. Was ist das da? Was ist das da für Blöcke? Das Luftlöcher? Ich glaube schon. Soll ich mal gucken? Ups. Ah, ich sehe ja gar nichts. Ja, hier, das sind Luftlöcher. Guck hier, ich habe keine Luftanzeige, bin aber unter Wasser. Das ist verrückt. Ist das da hinten? Das sieht aus wie so ein Eingang. Ja gut, aber wir fahren einfach mit dem Boot weiter. Ganz normal mit dem Boot weiter. So, und da sind noch mehr dieser Luftlöcher. Wo bin ich jetzt hergekommen? Von da? Ich muss nach Osten. Hehehe. Das ist immer gut zu merken, ne? Ich glaube, hier haben wir vorhin angelegt. Oder? Ach, was weiß ich.